einen kleinen Extrembeispiel. Ja? Ja. Was kann da passieren an Extrembeispielen? Naja, dass er wirklich ganz böse ist, gebrochen ist. Okay, also komplizierter Bruch. Ja, so ist sie gekommen bei uns. Boah, okay. Madonna, oder? Madonna. Mhm. Nicht schön. Das ist schon Herausforderung. Also das ist dann schon der Böse, um nicht zu sagen der Bitterböse, da ist das ganze beugeseitige Fragment in sich nochmal gebrochen und nach beugeseitig runtergefallen. Und hier Streckfeld, also in allen Ebenen ist das gebrochen. Nicht gut. Das fällt dann... Ja, das ist, schaut nicht gut aus. Na gut, eine Herausforderung. Das schaut nicht gut aus, in Bezug auf was? Auf die Aussichten. Und auf die Mühe, die man sich machen muss, dass man es gescheit herbringt. Gut, das ist das eine. Aber die Aussichten, meinen Sie auch, dass da etwas irreversibel verloren geht? Ja, es geht eigentlich schon um die Wiederherstellung, um die Möglichkeit der Wiederherstellung. Wir haben also schon solche Fälle, wo man sagt, okay, das ist kein Leichter. Ja. Das ist auf jeden Fall kein Leichter gewesen. Mhm. Wir haben dann immer wieder solche, wo man sagt, wie machen wir das jetzt wirklich? Mhm. Wo wirklich schwierig zu lösen ist. Und wo, es gibt auch welche, ich sehe immer wieder Patienten, die kommen dann irgendwann her, wie einen, dem haben sie dann irrtümlich zu früh das Eisen rausgetan und dann ist dann ein Fixateur wieder draufgetan. So was kann man mit dem Fixateur auch machen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Mhm. Zeige ich ein Beispiel. Ja. Und da in Ermangelung eines, der mir hilft und zieht, also der mir ziehen hilft, das zieht man mal ordentlich an dem Bruch. Ja. Schaut man mit dem Röntgenfernseher durch. Dann sagt man, aha, wir haben Chancen. Dann habe ich einen Fixateur montiert. Mhm. Das mache ich heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, das ist schon länger her. Ja. Und dann hier eine Abstützplatte hier. Ja. Mhm. Dann eine zweite Abstützplatte hier. Mhm. Fixateur wieder runter und tschüss. Also der ist sehr schön geworden. Und das ist eigentlich erfreulich, wie das weitergeht. Aber das spielt sich alles innerhalb eines OP-Vorgangs ab. Ja. Mhm. Da muss man sich dann entscheiden. Das ist so wie man braucht eine gescheite Flugvorbereitung, das ist wie beim Helikopterfliegen. Gut vorbereitet muss man sein und dann im richtigen Moment die richtige Entscheidung machen. Mhm. Und keine allzu großen Fehler. Und nie also die Unfälle oder die Störungen kommen immer durch eine Serie von Fehlentscheidungen. Und je besser ich eben vorbereitet bin, desto leichter tue ich mir. Ganz wichtiges Thema. Deswegen machen wir relativ viel Vorbereitungsuntersuchungen vorher. Das sieht man in anderen Beispielen, die ich dann zeigen kann, auch noch. Ja, und und wenn man gut vorbereitet ist, kann man auch eine gute Planung machen und kann dann auch, wenn man diesen Weg wirklich von Waypoint zu Waypoint abfliegt, dann kommt man meistens an ein gutes Ziel. Super, danke.